Auf vielfachen Wunsch mal wieder ein Food Diary. Ich feiere heute den Release und den sehr erfolgreichen Release meines Tantra-Videokurses, der auch immer wieder oben eingeblendet ist, der in der Infobox ist, und freue mich total. Und ja, lass es heute richtig krachen. Ich war gerade bei Lidl und habe mir Feigen, Trockenpflaumen geholt und ja, zusammen mit Bananen und Orangen sind drin, Äpfel, also eine richtig geile Mahlzeit. Und ja, da freue ich mich total und werde diese Woche wieder alles aufnehmen, was ich esse. Und zum Abend gibt's einen Salat mit ganz, ganz viel Gemüse, Dill, Schnittlauch. Und als Dressing habe ich eine Limette zusammen mit Leinsamen gemixt und ein paar Hefeflocken noch reingemacht. Ja, Salz und Pfeffer. Ansonsten das, was ihr seht. Brokkoli, Gurken, Tomaten, Zucchini, Sellerie und kleine Champignons. Das tat gestern so gut und heute gibt es wieder ein Müsli, wahrscheinlich nennt man das. Und das ist Hafer und Einkorn mit verschiedenen Sachen. Ihr seht hier Feige, ihr seht hier Trockenpflaume, Kokosraspeln, Apfel ist natürlich drin, Banane ist halt nicht drin. Und Orangen und Leinsamen ist der Dip. Und also der Dip, die Flüssigkeit. Und ja, Honigmelone ist noch da. Genau. So, zurück zum alten Standard. Frühs Haferflocken, abends Salat. Beziehungsweise früh ist ja mittags und abends ist ja nachmittags. Und ja, so sind beide Mahlzeiten noch recht nah beieinander. Nicht so nah, wie es jetzt für Intermittent Fasting wäre, also innerhalb von 4 Stunden. Aber innerhalb von 6 Stunden gibt es jetzt die beiden Mahlzeiten und das ist jetzt der Salat. Der Salat ist gefüllt mit sehr, sehr vielen, inklusive auch einer Packung Oliven. Und ansonsten halt ja, alles, was halt da war. Never change a winning team. Auch jetzt gibt es wieder zum Mittag oder morgen, je nachdem wie man das sieht, ein Müsli aus vor allem Hafer- und Einkornflocken mit Datteln und Pflaumen und Granatapfelkernen. Danke nochmal an Benjamin für den Granatapfel. Und genau, die Milch ist quasi immer nur eine Leinsamenmilch. Das hat diesmal auch nur Orange drin, Orangewasser und Leinsamen. Und genau, das war's. Ein Apfel ist noch dabei. Und das ist jetzt mein morgendliches Mahl. So, heute war ich im Bad und da gab es ganz viele Paranüsse und Feigen. Und im Bad, in dem Imbiss, habe ich mir noch so ein Veggie-Wok geholt. Das war so ein Gericht mit, löblicherweise, mit frischen Sojasprossen, also mit Mungbohnensprossen. Und ja, und dazu gab es Nudeln mit irgendeiner Currysoße und so weiter. Genau, das war mein Essen heute. Aber es ist noch nicht alles. Ich werde jetzt noch 3 große Orangen essen. Als erste Mahlzeit des Tages gibt es mal wieder einen Smoothie. Früher fast jeden Tag getrunken. Mittlerweile zur Rarität geworden. In dem Smoothie sind drin Möhren, Brokkoli, rote Beete, Weizengras selbst angebaut, dann Äpfel und das war's, glaube ich. Und Wasser. Jetzt gibt es einen Gemüseteller mit Oliven. Ich weiß nicht, ob das Olivenvideo schon draußen war, aber das Olivenvideo, das ist sehr, sehr interessant, wenn es dann irgendwann kommt. So, bei mir gibt es jetzt Bananeis mit Mandeln und Tata Kochkost. Ja, es gibt einfach hier so einen großen Topf voll, ja, einfach Erbsen, Möhren und Zucchini sind da, glaube ich, drin. Oder Gurken. Nee, Zucchini sind das. Genau, Zucchini. Ja, einfach erwärmt und ja, so komplett. Ich habe einfach Appetit auf ein warmes Gericht und deswegen esse ich jetzt auch ein warmes Gericht, ohne mir dabei ins Höschen zu machen. Und morgen gibt es jetzt einen sehr, sehr grünen Smoothie. Da ist sehr, sehr viel Weizengras drin. Unten sind Alfalfa-Sprossen, etwas Guarana und ja, dazu kommt jetzt noch 1-2 Bananenwasser und dann ist das ein richtiger geiler Shot. Man dachte immer, das Schauspiel. Besser als jeder Niagara. Pures Grün, pure Kraft. Jetzt gibt es einen recht heftigen grünen Drink. Also normalerweise mache ich immer ein bisschen Grünzeug in meinen Drink rein. Aber der hier, das ist ein ganzes Feld von hinten. Ich zeige euch das mal. Da hinten so ein ganzes Feld abgeerntet mit Weizengras. Ich will es einfach mal probieren. Einfach gemixt. Ja, und dazu noch ein paar, Ginseng, Rosea-Extrakt, Guarana und sibirische Ginseng. Und ja, das ziehe ich mir jetzt rein.
So, die große Mahlzeit heute besteht aus Paranüssen und ja, ziemlich viel Feigen. Jetzt gibt es wieder eine durchaus sehr preisintensive Luxusmahlzeit. Und ja, möchte ich das vorstellen, das sind hier Feigen, das sind Paranüsse und das sind Bananen. Und ich werde hier bestimmt die Hälfte der Feigen essen, das sind locker 2 Euro, die ich hier weg esse. Die Paranüsse sind noch ein paar drin, da sind so 6, 8 Stück, das ist aber bestimmt auch noch mal fast 1 Euro. Und die Bananen hier, die sind auch noch mal, würde ich sagen, 1,50 Euro. Also das sind ja fast 4, 5 Euro, die man hier isst. Dafür ist es eine richtig vollwertige Mahlzeit mit durchaus problembehafteten Nährstoffen, oft in der veganen Ernährung. Hier ist viel Kalzium drin und hier ist viel Selen drin. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken und genieße das auch entsprechend. So, und jetzt gibt es wieder einen richtig intensiven Smoothie. Seht schon unten, wie sich das absetzt. Da ist ganz viel Weizengras drin, da ist Beluga-Linsensprossen drin, Alfalfa-Sprossen, Mungbohnensprossen. Und wenn ich sage viel, ist da wirklich viel gemeint. Das heißt, es ging dann bis hierher richtig gepresst, das Gras und die Sprossen. Und dann habe ich noch eine gefrorene Ananas dazu gegeben und ein bisschen Tee. Und das ist jetzt ziemlich, ziemlich heftig. Aber ich trinke das nicht alleine und von daher, denke ich, wird der auch leer. Und jetzt gibt es gekeimten Weizen mit getrockneter rote Beete in Tierfutterqualität mit Tomaten, Oliven und Gurken. Und zum Abend gibt es noch eine Gemüseschale und ob ihr es glaubt oder nicht, bis auf die Oliven ist das alles gerettetes Gemüse. Das heißt, das war tatsächlich in einem Container drin und also schaut euch mal an, da ist nichts dran. Sowohl an den Tomaten als auch an den Möhren. Und naja, gut. Unglaublich.